Willkommen zurück zu Transport Fever 2, Logistikabenteuer auf der Insel Rügen. Folge 8. Der Spaß geht weiter, ja! Wir haben inzwischen ein respektables Logistiknetz aufgebaut, das umfasst LKW, Busse, Schmalspurbahnen, normale Züge, aber auch Dampfer. Und eventuell kommen auch Flugzeuge dazu, wer weiß das schon so genau. Und dieses Netz gilt es weiter zu vervollständigen und zu optimieren. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Hurra, wir sind auf der Insel Rügen mit Blick auf unser Logistikzentrum. Was da ist, Bergen auf Rügen, als auch Binz im Osten, Selin und Göhren, auf die Prore Wieg, Sassnitz mit der Stubbenkammler und den Königstuhl und ganz im Norden, schon im Nebel liegend, das Kap Arkona, der nördlichste Ort der Insel Rügen mit 2 Leuchttürmen und einem Peilturm. Jawohl. Und ganz im Westen sehen wir hier noch Gingst. Hervorragend! Unser Logistiknetz umfasst Eisenbahnlinien, wie die Schnellzuglinie hier. Einen Zubringer, der hier abzweigt, ist noch relativ lieblos gemacht, ich gebe es zu. Wir haben Schmalspurbahnen, wie unser Rügen-TGV, der rasende Roland, der mit unglaublichen 30 Kilometern in der Stunde durch die Landschaft pflügt. Und dazu noch den Individualverkehr ausbremst. Finde ich fantastisch. Vielleicht bringt das die Leute dazu, auf den Zug umzusteigen. Und wir haben sogar Schifffahrtslinien. Hier unten fahren 2 Dampfer in unserem Auftrag. Sie fahren Getreide auf die Insel und bringen Nahrungsmittel hier an den Hafen bzw. an den angeschlossenen Bahnhof. Und hier warten dann Züge wie dieser Nahrungsmittelzug, der das ganze Zeug nach Stralsund schafft. Weiterhin haben wir natürlich dann Getreidezüge, die wirklich emsig dabei sind, zahlloses Getreide hier an diesen Hafen zu karren. Und da schaue ich gleich mal nach. Getreidezug, hier haben wir schon 3 Getreidezüge. Schauen mal, was passiert, wenn der hier vollgeladen wird. Ja, es geht etwas zurück, wie wir hier sehen. Es waren quasi 300 Getreideeinheiten, die hier zur Verfügung standen. 100 hat er genommen. Genau. Die Frage ist, ob wir hier tatsächlich noch einen 4. Zug auf die Route setzen oder ob das nicht so viel ist. Ach, das werden wir operativ entscheiden. So. Schauen wir uns mal die Karte an, beziehungsweise wir gehen mal auf die Fahrzeugstatistik, machen mal dieses Fenster etwas größer und sehen, wir haben in der letzten Runde tatsächlich alle Pferdestärken aus unserem Inventar hier entfernt und ersetzt durch ja, Omnibusse, Straßenbahnen, Lastkraftwagen. Genau, das heißt, wir sind schon recht modern. Die einzigen Fahrzeuge, die noch einen sehr schlechten Zustand haben, sind die öffentlichen Verkehrsmittel von Glowis, Sagard, Altenkirchen, Wieg und Poseritz. Aus dem ganz einfachen Grund, die sollen wir ja erstmal ein bisschen wirtschaften. Weil die sind, ja, Diagramme Finanzen hier, also ne, da kann noch ein bisschen was rumkommen. Und wir haben eine neue Lok bekommen. Oh, ich gehe mal auf Stopp. Stopp, Stopp. Die badische 6. C, die Baureihe 75-4. Das ist eine sehr gute Lok, denn sie hat eine wahnsinnige Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h.
eine gute Leistung von 580 Kilowatt. Damit ist sie jetzt den normalen Güterzugloks wahnsinnig überlegen. Sie hat eine gute Zugkraft. Bis auf die Schnellzuglok, die ja wirklich überlegen ist, aber auch viel mehr im Unterhalt kostet und auch teurer ist, hat sie sogar weniger Emissionen. Und das finde ich gut. Ich überlege gerade, Moment, Moment, wir haben doch hier unseren Zubringer. Und unser Zubringer, wir sind auf Stopp, hier unser Zubringer, der ist doch hoffnungslos veraltet. Beziehungsweise nicht veraltet, das ist ein neuer Zug, hallo. Ja, gut, Zustand gut, der ist 6 Jahre alt, also wunderbar, aber er ist überlastet. Der fährt geradeaus, der hat 55 Passagiere geladen und es warten immer noch 136. Das heißt, da kriegt die Leute gar nicht nach Bergen. Und hier warten ja auch schon 71 Leute. Das ist Wahnsinn. Aber was heißt das? Ich nehme jetzt den Zug. Nein. Den Zug, bitteschön. Den Zug. Den Zug, Fahrzeug verwalten, gehe auf das Ding und werde ihn ersetzen. Und zwar durch die Lok. Die fährt 90 km/h. Diese Dreiachser, dieser Abteilwagen, haben auch nur 60 km/h. Das heißt, ich muss jetzt hier auch noch diese Dreiachser dazu machen. Die Lok kann ich löschen. Die Dreiachser auch. Haben jetzt eine Kapazität von 56, also quasi ein Passagier mehr. Das heißt, der Schaffner hat jetzt einen Sitzplatz. Und wir gehen mal auf 70. Und damit haben wir den Zug wirklich erfolgreich modernisiert. Er ist wesentlich schneller, um 30 km/h schneller, hat jetzt mehr Kapazität und ist auch in der Zugkraft, also im Anzugverhalten zum Beispiel, effizienter und emissionsärmer. Hurra, wie geil ist das denn? Sehr schön. Das aber nur am Rande. Worum geht es mir denn heute? In der letzten Folge habe ich eine erschreckende Entdeckung gemacht. Unsere Traditionslinie, die da, ist ausgelastet. Das heißt, die Linie nicht, sondern der Bauernhof. Der Bauernhof kann nicht mehr so viel Getreide produzieren, wie wir brauchen oder abtransportieren können. Das heißt, der Zug oder die Züge, es sind ja zwei, fahren mit leeren Wagen. Also hier fehlen uns 6 Einheiten an Kapazität, um wirklich einen vollen Zug zu haben. Das ist natürlich auf Dauer nicht gut. Das heißt nämlich auch, dass unsere Großbäckerei hier im Hintergrund, im Norden, nicht effizient mehr produzieren kann. Das bedeutet, wir brauchen ein zweites Getreidefeld. Das ist schon in Benutzung. Das würde ich nicht anzapfen. Aber hier haben wir noch ein freies. Das hier. Und das würde ich jetzt tatsächlich anbinden und irgendwie hier auf diese Strecke leiten. Und dazu schauen wir uns mal hier die Topografie an. Ich gehe mal ein bisschen runter und wir sehen hier Hügel. Ne? Da. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich mach's mal, ich deute es mal an. Ja, so. Ne? Brauche ich Tunnel. Tunnel auf Rügen, wir haben schon einen Tunnel. Ich will jetzt nicht noch einen haben. Wir haben beim rasenden Roland zwischen Binz und Putbus haben wir einen und wir haben einen zwischen Binz und Selin. Und ich möchte jetzt nicht noch einen Tunnel hier reinbauen. Nein, nee, das will ich nicht. Das heißt, wir müssten hier irgendwie hier rum, also hier ist das Feld, da binden wir hier irgendwo unser Bahnhof an, fahren hier irgendwie hier rum. So, hier rum. Wir müssen diese Gleise hier queren, weil das sind ja unsere Personenzuggleise. Da müssen wir irgendwie rüber. Ich würde sagen, mit einem Überwerf. Oh Gott. Schlimmes Wort. Ein Überwerfungsbauwerk. Und uns hier irgendwo dran knüppern. Ich würde sagen, hier dieses mittlere Durchgangsgleis hätte ich genommen, weil wir halten ja nicht in Bergen, wir fahren ja durch. Und dieses Nahrungsmittelgleis bietet sich zwar an,
Aber das ist ja nur eingleisig und ich würde hier zumindest hier im Bahnhof tatsächlich eine Zweigleisigkeit favorisieren. Gleichzeitig haben wir jetzt ja die neue Lok, die Baureihe 75 und da schauen wir mal kurz rein. Moment, das will ich mal überprüfen. So, wir nehmen mal unsere Güterwagen hier. Also kein Gutswagen in der Einzahl, sondern Güterwagen, Mehrzahl immer, ne? Und schauen mal, wie viel wir dranhängen können, bis das Leistungsverhältnis auf schlecht wechselt. Da ist es schlecht, einer weg. So. Oh. 264 Kapazität bei einer Zuglänge von 341 Metern. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen weg. Wir gehen mal auf 74 plus 74 macht 148. Dann machen wir mal 144. Upsala, so muss ich es machen. So, 144. Da haben wir hier eine Länge von 192 Metern. Das heißt, wenn ich hier einen Zug mache für dieses Getreidefeld, für diesen Bauernhof, brauche ich einen Bahnhof, der 200 Meter lang ist. Dann klappt das auch mit den Nachbarn. Heißt aber, unsere Bahnhöfe hier und da sind zu kurz. Es hat keinen wirklichen, keine Auswirkung auf das Spiel. Der Zug hält dann halt, also der letzte Wagen ist dann halt ungefähr hier. Aber das sieht ehrlich gesagt ein bisschen kacke aus. Deswegen meine Idee. A, wir binden das Feld hier ganz rechts an, leiten die Strecke über Bergen hoch zur Bäckerei und passen unsere Getreidestrecke so an, dass wir einen langen Zug einsetzen können. Und zwar mit einer, Moment, mit einer Lok, die 90 km/h schnell ist. Aber Wagen hat, die nur 80 km/h schnell sind. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das heißt, unsere Güterzüge sind nur 80 km/h schnell, ist immer noch besser als die 50 mit unserer preußischen G3. Damit sparen wir einen Zug ein und haben quasi hier nur einen Umlauf. Das heißt, hier verkehrt ein Zug. Den Nahrungsmittelzug können wir ein bisschen erweitern, meinetwegen auf, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 120 Einheiten. Der fährt dann hier. Und ein oder zwei Züge mit Getreide fahren dann hier. Das heißt, wir haben ein, zwei, wir haben vier Züge. Das wiederum heißt, die Dreigleisigkeit hier können wir aufgeben und fassen hier beide Strecken oder alle drei Strecken auf eine zweigleisige zusammen. Wird passen. Denn auch hier brauchen wir die Zweigleisigkeit nicht mehr, weil da fährt ja künftig nur noch einer. Mit anderen Worten, wir bauen unsere Traditionslinie um und erweitern sie. Das ist der Plan für heute. Jetzt habe ich aber viel geredet. Seid ihr überhaupt mitgekommen? Ich sehe doch schon einige schlafen. Aufwachen! Es geht los! Schnallt euch an. Das ist jetzt unser Bahnhof Rügen und den müssen wir jetzt natürlich erweitern. Den haben wir ja ursprünglich nur als Skelett entworfen und wissen ja noch nicht mal, was wir alles machen. Das Gleis, was ich momentan erweitere, das ist das Durchgangsgleis. Das heißt, es ist ein Gleis, was nicht an einem Bahnsteig oder an einer Güterrampe liegt. Das wird quasi das Durchgangsgleis für unseren Getreidetransport. Und wir sind ja schon mal dabei. Da möchte ich doch gleich die parallel liegenden Gleise links und rechts auch gleich mit erweitern. So. Ja, zum einen, weil wir es können. Zum anderen können wir da eventuell sogar schon unseren Bahnhof etwas mehr ausbauen wie bisher. So, dann hauen wir hier noch die Güterplattform ran. Und ran. Die erweitern wir hier. So. Das Gleis ziehen wir mal weiter bis hier hin. Und das zweite können wir auch gleich weiterziehen. Das ist zwar jetzt noch unbenutzt, aber das macht ja nichts. Dann haben wir hier oben noch eine Plattform. Die ziehen wir doch auch raus. So, 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 so,
So. Und die Gleise hier oben, das ist jetzt das. Moment, hier habe ich jetzt ein paar vergessen. Was ist denn jetzt los? Aber Moment, ich baue jetzt erstmal fertig. Jetzt muss es warten. Wir haben einen Fehler. Bergenstralsund. Kein Weg. Wo ist er denn? Kann jetzt gerade nicht sagen, was er hatte. Vielleicht hat er sich verschluckt, weil er gerade im Bahnhof war und wir haben da gerade ein bisschen an den Gleisen herumgebastelt. Weiß ich nicht genau, ist eine Vermutung. Sei es drum. Wir gehen mal wieder auf Stopp. So, und jetzt müssen wir dieses mittlere Gleis irgendwie hier drüber werfen. Und das wird eine Herausforderung, weil die Kurve soll natürlich nicht allzu eng werden und ich möchte diese Kreise natürlich nicht kreuzen. Also was ich mit Kreisen meine, sind die Gleise, die Gleise. Und das heißt, wir müssen mit dem mittleren Gleis in die Höhe, dann mit einer Brücke drüber und dann nochmal drüber, weil wir haben ja hier eine Straße und dann runter und drüber. Ja, okay, das kriegen wir aber nicht vor dieser Straße hin. Also, was ich meine, das funktioniert. So funktioniert das nicht. Das ist zu eng und das. Nein, nee, 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 das machen wir so nicht. Das heißt aber, die Straße, die ist mir im Wege und die reiße ich ab. So. Dann nehme ich. Hui. Kann man das ein bisschen steiler machen? Jawohl, kann man. Was man hier alles kann. Ich bin begeistert. Dann nehmen wir mal. Nein, Moment. Krümmung zu groß. Ja. Ist das gerade? Das ist da nicht gerade. Moment. Das sieht gerade aus. Das sieht gerade aus. Oh, ich sehe gerade, wir bauen ja schon mit Oberleitung. Verdammt, das habe ich nicht gesehen, aber wir bauen das jetzt. Wir sind modern. Wir machen das mal weiter. So. Jetzt reißen wir das mittlere mal wieder ab. Also, nur um es mal zu betonen, ich bin absolut kein Schönbauer. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe nur Videos auf YouTube gesehen, zum Beispiel von Hans Dampf, der ja wirklich ein Wahnsinnsbauer ist. Das kriege ich natürlich nicht so hin. Da bin ich überzeugt. So, jetzt gehen wir mal hoch. Ach so, okay. So. Vielleicht zweimal. Upsala. Hier haben wir schon eine Brücke. Eine Brücke will ich hier noch nicht. Will ich das so? Oder will ich hier schon eine Brücke haben? Ja, eine Brücke sieht schon cool aus, ne? Aber die kriege ich jetzt ja nicht klein. Wo fängt denn das jetzt hier an? Hier geht das schon in die Steigung. Lass das mal so. Ich bin jetzt mal abenteuerlustig. So, und Bau nicht möglich. Doch, ist möglich. So, nur der Vollständigkeit halber verbinden wir mal hier die Gleise. Schauen mal, hier haben wir noch weitere Gleise, die ziehen wir mal raus. Weil irgendwann soll er da auch was fahren. Und darum möchte ich die jetzt nicht vergessen. Moment, das machen wir mal so. Und so.
Schauen mal, wie geht denn das jetzt hier weiter? Das hier ist noch quasi ein Blindgleis ohne Funktion. Das ziehen wir mal hier rein. Und das sind irgendwelche Gleise, die später mal irgendwas machen werden. Was auch immer. Die hängen wir mal hier auf. So, der kommt ja hier noch. Kommt der hier noch irgendwie rein? Ja, das sieht ein bisschen blöd aus. So, das sieht besser aus. Verbinden wir hiermit und kriegen wir hier noch jetzt ein Gleis raus. So hier. Verbinden wir so. Da haben wir nämlich jetzt hier ein schönes Gleisvorfeld. Und das sieht doch schon ein bisschen nach Bahnhof aus. Gefällt mir. Jetzt ist natürlich die Sache. Nee, doch ja, hier haben wir auch Oberleitungen. Die werden dann hier zusammengefasst. Okay, das heißt also, das mittlere Gleis hier, was wir hier haben, geht hoch. Und rüber. So, das können wir eigentlich schon wieder runter machen, beziehungsweise so lassen. Ah! Mit 60 km/h quälen wir hier uns um die Kurve. Ist das toll? Jetzt haben wir 70. Mit 75. Machen wir mal 75. Wir bauen das mal so. Das reiße ich jetzt mal wieder ab. Bleib mal auf der Höhe, so einigermaßen. Ich werde jetzt hier aber so einen Bahndamm aufschütten. So. Hier machen wir noch eine Brücke drüber. So. Und gehen jetzt hier irgendwie, puh. Moment. Nee, Moment, Moment, wir müssen mal ein bisschen hin. So, irgendwie so lang. Das sieht natürlich jetzt hier richtig kacke aus. Aber vielleicht, Moment, Werkzeuggröße, was ist Rotation? Ich habe keine Ahnung. Ja, machen wir mal diese Steigung hier. Die flachen wir mal ein bisschen ab. Damit das ein bisschen natürlicher aussieht. Da wird es auch gleich ein bisschen grüner. Und dasselbe machen wir hier. Kostet natürlich Geld, ist klar. Aber in jedem schlägt doch ein kleines grünes Herz. Da ist es jetzt nicht mehr ganz so schlimm. So, dann, wir haben doch hier Assets. Führe. Also ich hätte es Baum genannt, aber gut. Okay. Werkzeuggröße. Hui. Na, hier kommt noch ein paar Bäumchen hin. Hier auch. Wir basteln uns einen Wald. So.
Jetzt noch ein paar Zuckerahorn. Wie sieht ein Zuckerahorn aus? Hallo? Ich möchte einen Zuckerahorn, bitte. Da. Da. Dahin, dahin, dahin. Da will keiner hin. Wollen die immer noch einen Platz an der Sonne oder wie? Warum kann ich hier keinen hinbauen? Ach doch, jetzt auf einmal geht's. So. Ich verstehe nicht so ganz, wie das hier funktioniert. Jetzt hat. Okay. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So. Und tarnen ein bisschen unser Verbrechen gegen die Natur hier. Na, das ist mir ein bisschen zu nah hier. Das fällt ich mal wieder. Gut, okay, alles klar. Jetzt, bevor wir weitermachen, dürfen wir nicht vergessen, diese Straße, die wir hier haben, die müssen wir natürlich jetzt verlängern. So. Und tatsächlich hier wieder anbinden. So, das ist nämlich die Nahrungsmittelversorgung nach Samtens. Was bedeutet, dass das Ding hier weg kann? Damit sparen wir uns auch hier so einen großen Bahnübergang und haben jetzt hier nur noch für ein Gleis. Das ist in Ordnung. So, als nächstes schauen wir uns mal den Bahnhof an. Hier ist das Getreidefeld. Ich habe falsch gedreht. Und wir werden jetzt hier einen 240, einen Güterbahnhof anlegen. Und zwar, Moment, mal überlegen kurz. Vielleicht nehmen wir so einen. Drehen wir mal um. Klick, klick, klick. Wieso? Der Bauernhof, der reagiert nicht. Ah, ich weiß auch warum. Moment. Wir brauchen ja eine Verbindung zur Straße. Und jetzt erst können wir. Jawohl, es geht. Machen wir hier mal den Bahnhof. Den mache ich jetzt tatsächlich nicht als Kopfbahnhof, weil eventuell, das muss ich mir noch überlegen, ist es gut, über diese Linie bis nach Binz zum Beispiel Treibstoffe zu befördern, dass wir dann weiter nach Göhren mit unserer Schmalspurbahn befördern. Das weiß ich noch nicht, deswegen mache ich das erstmal so. So, jetzt bekommen wir hier eine schöne parallele Linie der Eisenbahn. Schauen mal kurz. So. Und Knüber. Was ist denn hier los? Okay. Da geht es jetzt aber ziemlich in den Einschnitt. Das heißt, hier geht jetzt die Linie hoch. Tatsächlich, die steigt an. Interessant. So. Ja, so ist besser. Klick. Genau, und schon haben wir jetzt die Strecke nach Bergen. Und jetzt mal überlegen, Moment. Ich habe ja am Anfang dieser Folge von
zwei Zügen gesprochen. Das heißt, ich würde hier das Parallelgleis abzweigen. Das geht jetzt hier natürlich schön lang bis hier hin. Und nein, so hier fädeln wir es jetzt wieder ein. Bedeutet, wir brauchen hier ein HP2. Das kommt mal hier zwischen die Oberleitungen und dasselbe brauchen wir hier. Dann fahren wir eingleisig in den Bahnhof ein, zup, über unsere Rampe auf unser Gleis. So, jetzt sind wir quasi in Bergen. Jetzt gehen wir mal, sind wir richtig? Das scrollt er immer wieder raus, zoomt er automatisch raus. Das bin ich nicht, ich bin unschuldig. Haben jetzt schon wieder ein Problem, weil wir wahrscheinlich wieder am Bahnhof basteln und ein Zug steht noch drin. Lassen wir das Autosave durchlaufen, genau. Und machen wir mal weiter hier. Die Plattformen. Falsche Plattform, richtige Plattform. So, jetzt haben wir hier einen schönen Bahnhof. Der ist voll. Schauen wir mal, was ist denn? Bergen Nahrungsmittel hat ein Problem. Okay. Ja, soll er erstmal ein Problem haben. Wir sind ja eh in der Pause. Alles gut. Jetzt müssen wir die Strecken irgendwie zusammenführen. Und zwar haben wir hier diese hier. Die führen wir erstmal gerade hier rüber. Die auch. Und die. Und die. Jetzt das Gleis hier, das hier. Jetzt werden wir mal elegant, Moment, elegant sieht bestimmt anders aus. So hier ranführen. So, genau so ran. Und langsam ausfädeln. Macht das Sinn? Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, keine Ahnung. So. Irgendwie so. Und haben jetzt hier quasi eine Zweigleisigkeit. Das heißt aber, wir reißen hier mal ein bisschen was ab. Und wie rum fährt denn der Zug hier? Der fährt so rum. Okay, Moment. Und machen hier erstmal eine Verbindung, und zwar zwischen diesen Gleisen und diesen Gleisen. Jetzt fahren wir mal ganz kurz ein bisschen, damit der Getreidezug hier ein bisschen aus der Schusslinie fährt. So, und halt. Jetzt gehen wir mal. Ein Dreh rum, bumm.
gehe ich mal raus. Bahnhof konfigurieren und verlängern den. Wir hatten ja gesagt, wir wollen den Zug, den Getreidezug, den Ursprungsgetreidezug verlängern auf knapp 200 Meter. Das heißt, der Bahnhof war zu kurz. Jetzt haben wir ihn verlängert. Wir legen ihn jetzt hier ordentlich in die Kurve. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Mit 120. Ja, es sieht gut aus. 119. Und fädeln ihn hier ein. Das hier wird eine Doppelkreuzungsweiche. Bedeutet, dass wir hier dieses Streckenfragment abreißen können. Das brauchen wir nicht. So. Schön. Bauen wir jetzt hier ein HP1. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Hier bauen wir eins. Hier bauen wir eins. Und da bauen wir eins. Sowie hier. So. Und jetzt. Jetzt müssen wir gucken, wo ist unser Nahrungsmittelzug? In Bergen. Bedeutet. Diese dreispurige Strecke, die wir von Anbeginn an hatten, bauen wir auf eine zweispurige Strecke zurück. Denn wir fahren jetzt genauso viele Züge wie am Anfang. Am Anfang hatten wir vier, jetzt haben wir auch vier. Das werden wir jetzt tatsächlich... lassen wir den mal hier einfahren. Das werden wir jetzt tatsächlich auf zwei Gleise beschränken. Das kriegen wir hin, nicht optimistisch. So, alles abgerissen, gehen auf Gleise, ziehen das durch. So und so. Oh, nee, Moment, Moment. Das muss hier ordentlich gemacht werden. Ich möchte hier eine schöne Parallelität. Sehr schön. Jetzt brauchen wir aber Gleisverbindungen. Einmal so. Und einmal so. Bedeutet, wir brauchen ein Einfahrtssignal hier und Ausfahrtssignale. Ich mache mal Ausfahrtssignale an beiden Seiten. So. Jetzt gucken wir, was haben wir denn? Nahrungsmittel hat ein Problem. Moment. So, den drehen wir mal um. Keine Warnungen, alles ist gut. Und damit hätten wir jetzt tatsächlich eine Streckenmodernisierung. Ein was fehlt noch, sehe ich gerade. Und zwar, kriegen wir auf unsere neue Strecke keinen Zug. Wir müssen einen Lokschuppen bauen. Und da sind wir jetzt erstmal ganz gemein. Wir knüppern ihn hier dran. Klick. Dieses Gleis mündet auf der Linie und alles ist gut. Also wunderbar. Bevor wir das natürlich tun können, brauchen wir eine neue Linie. Also Linienmanager auf und Putbus. Ach so, okay. Und machen G-Zug Globe Getreide 2. Die zweite Linie, ne? Fertig. Gehen hier rein und kaufen uns einen Zug bzw. zwei Züge. Hier ist er. Moment, schauen wir mal. Was wäre denn, wenn wir das wären dann 224. Ja, wir machen das mal so. Nein, uns ist das Geld ausgegangen. Ich kann nur einen Zug bauen. Dann kann ich nur einen Zug bauen. Es tut mir jetzt aber leid. So, den schicken wir aber schon mal hin.
Globalgetreide 2. So, zack, fertig. Wo sind wir denn hier? Hier. Hui. Da kommt er raus. Den nennen wir natürlich noch um. G1 Globalgetreide 2. Fertig. Haben wir. Und jetzt müssen wir sparen. Jetzt müssen wir sparen. Denn auf alle Fälle müssen wir hier unsere Traditionsgetreidezüge müssen wir auch umkonfigurieren. Und zwar ein Zug weg, der zweite Zug neue Lok und weitere Wagen. Und dazu brauchen wir jetzt etwas Geld. Ich gehe mal auf vierfache Geschwindigkeit. Moment, ich staune, dass jetzt hier beide Züge warten. Warum warten jetzt hier beide Züge? Also mindestens einer sollte fahren. Ja, fährt ja auch. Er fährt jetzt hier unter der Kreuzungsweiche auf das andere Gleis. Das ist der Getreidezug, der fährt jetzt nach links. Und dieser wartet, bis die Blockstelle hier erreicht ist und fährt jetzt los. Da fährt er. Bahnbetrieb vom Feinsten. So, warten wir noch ein bisschen. Wie viel Geld brauchen wir denn? Beziehungsweise anders gefragt, wie viel haben wir? Oh, wir haben 16 Millionen ausgegeben. Wahnsinn. Halt, Moment, ich gehe noch mal rein. Wahnsinn. So, halt, wir haben 8 Millionen auf dem Konto. Spaß beiseite. Jetzt gehen wir mal hier rein. Zuglobe Getreide, Linie, nein, Fahrzeuge verwalten. So, nehmen den ersten Zug. Und hauen da rein eine Lok. Die da. Zangeln die jetzt hier nach vorne, hauen die raus. 80 Kapazität. Ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn wir jetzt den anderen Zug in eine Lokschuppen fahren, könnte ich die Wagen übernehmen. So kaufe ich die jetzt neu. Egal. Und zwar 244 brauchen wir etwa. Da haben wir. Fertig. Unterhalt ist da. Und diesen hier verkaufen wir. Schnips. Fertig. Jetzt. Nächste Sache. Ah, ich weiß, was wir vergessen haben. Wir müssen den Bahnhof auch noch vergrößern. Machen wir jetzt aber nicht. Moment. Den kaufen wir eine neue Lok. Clips. Die schieben wir nach vorne. Etwa so. Lok weg. Er hat jetzt eine Kapazität von 80. Und ich würde mal sagen, den geben wir 120. So. Sehr schön. Und lassen wir das Ganze jetzt ein bisschen laufen. Aber hier, wir sehen, das funktioniert auch hier. Der wechselt aufs rechte Gleis, der hält an. Welcher ist denn das jetzt überhaupt? Der Getreide 2 zu 112. Sollte aber nicht dahin fahren. Der ist falsch gefahren. So, da muss Globe auf die 2. Und halt, 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 halt. Halt. Du Falschfahrer, zurück. Wir haben hier einen Falschfahrer. Globe 2. Linie verwalten. Der fährt hier auf dem falschen Gleis. Das geht nicht. Das heißt, wir werden hier... Ne, Moment. Wegpunkt. Einen Wegpunkt setzen. Diesen Zug nehmen. Globe, Linie... Globe
Wieso? Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Ah, deswegen nimmt das nicht. Haben wir hier einen Fehler gemacht? Wir fahren hier rechts lang. Ah, er hat recht. Er hat recht. So. Warum kann ich denn das nicht länger ziehen? Ich will das länger ziehen. Da auch nicht möglich. Wo hört denn hier die Weiche auf? Ah, hier snappt er dran. So. Was aber heißt. Moment. Das Signal ist hier überflüssig. Das hauen wir mal weg. Und. Machen wir es hier wieder dran. So wird jetzt ein Schuh draus. Und damit wechselt unser Getreidezug natürlich auch das Gleis. Ha! Ja, gewusst wie. So, der fährt jetzt nochmal zurück. Den haben wir quasi umgelenkt. Fährt hier auf das richtige Gleis. Und fährt jetzt auch korrekt raus. Genau so, exakt. Was hat denn der jetzt gemacht? Habt ihr das gesehen? Das war doch jetzt unnötig. Schauen wir mal. Warum macht er denn das? Das hier ist doch eine Doppelkreuzungsweiche. Ja, dann fahrt doch auch da lang. Blöd, Mann. So. Linien verwalten, Glove. Genau. Da fährt er jetzt, der hat vom rechten Gleis ist er aufs linke gewechselt, um hier wieder aufs rechte zu wechseln und rumzugehen. Ist unnötig. Ist und nein, das muss er nicht. So, jetzt gehen wir mal rum. Wir sehen, er ist nicht ganz voll. Er hat 128. Ich hoffe, das bessert sich. Und fährt schön auf das Gleis. Schöner Bogen, das sieht elegant aus. Hier haben wir den Nahrungsmittelzug. Hier haben wir unseren neuen Getreidezug. Klick. Und der holt jetzt hier sein Zeug ab. Und quietsch. Laden. Rückzug fertig. Und wenn wir genügend Geld haben, werden wir den duplizieren, dass wir dann wieder drei Getreidezüge haben. Dann haben wir also 224 plus, wie viel hat der jetzt hier gehabt? Upsala. 224 plus, Gott, viel. 128, also viel. 224, 324, haben wir über 150. Über 150 und unser Getreidezug hat aber nur 120. Passt wunderbar. Wir liefern mehr Getreide an, als wir Nahrungsmittel abtransportieren. Das heißt, wir haben ein gutes Verhältnis. So, hier haben wir jetzt auch gleich. Ah, Moment.
Brückenpfeiler Kollision. Wieso? Das Ding hat keinen Brückenpfeiler. Das sieht ja bekackt aus hier. Nee, 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 Moment. Nee. Okay, das war jetzt ein missglückter Versuch, diese Straße mit einer Brücke quasi über die Gleise zu führen. Das ist mir jetzt nicht so gut gelungen. Ich gebe es zu. Ich bin da voll eurer Meinung. Schau mal, was passiert, wenn ich runtergehe. Oh, da muss ich ziemlich tief runtergehen. Ne, das lassen wir jetzt erstmal. Für das Jahr 1916 ist das zu... wie sagt man, das ist zu modern. Nein, 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 nein. So, schauen wir mal hier. Steingarts, das ist gut. Was ist das für ein Zug? Das ist unser Schnellzug. Wo haben wir unseren Personenzug? Hier. Finanzen. Oh, wunderschön, wie er hochgeht hier. Hervorragend. Das läuft, wie ich finde. Das läuft. Auch hier unser rasender Roland. Sieht gut aus. Er macht sogar schon ordentlich Gewinn. Das heißt, diese Strecke zwischen Garz und Göhren war eine gute Idee. Ja, doch. Hier 32, 42. Das läuft. Das läuft, das ist gut. So, jetzt suchen wir uns noch schnell den... Finde ihn nicht, machen wir so. Fahrzeuge verwalten. Zack. Wo kommt der jetzt raus? Hier. Das ist jetzt G2 Globe Getreide 2. Ja. Und damit haben wir jetzt quasi, na komm, geh mal auf vierfache Geschwindigkeit, mein Freund. Damit haben wir jetzt sämtliche Optimierungen durchgeführt, die ich jetzt tatsächlich durchführen wollte. Stimmt nicht. Halt, haben wir nicht. Wir haben den Bahnhof in Glove oben, haben wir nicht verlängert. Das lasse ich jetzt trotzdem mal bleiben. Wir folgen mal dem Zug auf vierfache Geschwindigkeit. Rausche mit 80 km/h jetzt über diese, ja, quasi schon Neubaustrecke, aber trotzdem unsere Traditionsstrecke. Schauen wir. Doch, guck mal, die Züge, die passen rein. Das heißt, das passt. Das ist gut. Unser Nahrungsmittelzug. Der hält. Warte mal, Moment. Warum hältst du denn da und nicht am Eingang, Einfahrtssignal? Zu lang bist. Jetzt können wir sagen, in Bergen auf Rügen ist jetzt echt Betrieb. Das läuft. Also hier kommen jetzt Züge an, enden hier,
fahren zurück oder fahren durch. Da, 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 da. Moment. So. So. Gefällt mir, das ist schön. Mal kurz. Damit sieht der Bahnhof Bergen tatsächlich wie ein Bahnhof aus. Und das soll es tatsächlich für diese Runde erstmal gewesen sein. Wir waren fleißig und schalten erstmal jetzt hier erstmal wieder alles an. Überlegen jetzt mal ganz kurz, was wir in der nächsten Runde machen können. Wir können als Option 1 die Schnellzugstrecke von Bergen nach Sassnitz verlängern, eventuell einen Abstecher nach Binz machen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir können Rambin als letzten verbliebenen Ort auf der Insel Rügen vernünftig anbinden. Wir können überlegen, Samtens auch einen Zugbringerbahnhof zu spendieren, der auch nicht nach Bergen geht, sondern nach Stralsund. Stralsund gesundet mit 437 Einwohnern, geht steil bergauf. Bergen auf Rügen ist bei 489 und geht auch steil bergauf. Also Option 2, Anbindung Rambin. Option 3, irgendeine Anbindung von Samtens. Option 4 wäre die erste, ich sag's jetzt mal, die erste Holzstrecke. Also Baumstämme aus einem, wie nennt man das, aus einem Baumfäller-Camp letztendlich holen, zu einem Sägewerk, eine Verbindung vom Sägewerk zu einem Industriekomplex, wo wir hier zum Beispiel Werkzeuge draus machen können. Und die Werkzeuge schaffen wir dann zurück, und zwar nach Putbus braucht sie, Sagard braucht sie, Altenkirchen braucht sie, Selin braucht Werkzeuge, Alte Fähr, das können wir machen. Und die letzte Option ist, wir machen dasselbe nur mit Öl und Treibstoff. Hier haben wir Rohöl, hier haben wir die Raffinerien, hier haben wir die, ja, die nächste Raffineriestufe, wo wir Treibstoffe machen können. Und wir bringen diese Treibstoffe dann auf die Insel und verteilen sie. Viel zu tun. Schauen wir mal, was passiert. Heute jedoch nicht mehr. In der nächsten Folge auch ganz gewiss nicht vollständig. Wir werden sehen. Bis dahin, habt euch wohl, habt einen fantastischen Tag. Tut, was auch immer ihr wollt und habt Spaß dabei. Bis demnächst auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Transport Fever 2, Abenteuer und Spaß auf der Insel Rügen. Bis dann. Ciao.